Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, Jody. What? Can I ask you a question? What are your skills? Ja, fix cars. Okay. Verstehst du eigentlich, was hier losgeht? Tja, ja. Du sagtest, ich soll mitkommen. Na, okay, alles klar. Weißt du irgendwas, was da abgeht? Er sagt, irgendwas hat sein Bruder, der ein tolles Auto. Never mind, another question. Und I should go. Dann fragen wir ihn nämlich noch einmal. Anything would improve your mood. I'd like to come home with my brother, I guess. Ah ja. Okay. Schade, das heißt, dem seine Laune wird nichts verbessern. Moment. Was ich gecraftet habe, ist die Tie Armor. Ich zeige die jetzt mal. Die Zeit nicht vorspulen lassen um eine Stunde. Und habe nun Max diese fette Rüstung gegeben. Mit 12 Verteidigung, Bite Resistance, Ballistic Resistance, Fire, Splash, Butchering, Inverse, Piercing. Nur Chemical hat sie nicht. 25 wiegt sie. Ganz schön viel. Aber das war es mir wert, die ist echt gut. Rick hat noch die da. Die Reinforced, was auch nicht schlecht ist, aber die Tire ist natürlich das Nonplusultra. Und ich werde auf jeden Fall noch eine zweite mir bauen. Und hab's zumindest vor. Jody baut an der AK. Melina baut an der Long Barrel. Und Renee. Tire Armor 20 kostet. Was gibt's denn sonst noch alternativ? Chainmail, Science Skill. Brauche ich 7. Um so eine Apokalypse Armor zu bauen. Tactical West außerdem. Science Skill 7. Science Skill 7. Den hat keiner von uns. Einer hat ihn, aber der hat wiederum leider keine Möglichkeiten. Warte mal. Science Skill. Irgendwer hatte doch 7, aber der war zu unfähig, um was zu bauen. Da würde ich mir auch noch eine Möglichkeit wünschen, so durchzuswitchen und zu sagen, ich suche jetzt jemanden, der Science Skill hat, so sortieren nach Science Skill zum Beispiel. Gibt hier die Möglichkeit, nach Job oder nach Time zu sortieren, aber eben nicht nach Skills. Und ja, das wäre schon äußerst praktisch. Science 7 eher. Aber er kann nichts bauen, weil ihm der Mechanic Skill fehlt. Super doof, super doof. Ich hoffe, ich krieg bald jemanden, der einen höheren Science Skill hat. Weil den kann ich nicht auch noch hochleveln. Meiner ist auf 0. Bis ich da auf 7 bin, wird es einige Zeit verbrauchen. Mechanical habe ich ja genauso wenig. Also, ja, das wird mal nicht so schnell passieren. Da brauche ich dann auch schon 30 Parts. Chainmail. Ah, okay, das ist ein Kopf. Clips Armor, das ist alles Armor. Teil Armor kostet uns 20. Eventuell, sage ich mal, baue ich noch so eine Armor. Aber jetzt gehe ich erstmal pennen. Lass den Tag beenden. Oder? War noch irgendwas? Ich habe 7 Skillpunkte und keinen Plan, was ich mit denen mache, wo ich sie reinbutter. Weil jetzt ist halt schon alles sehr teuer. Kostet mich schon mal eben 3 Skillpunkte, um Leadership zu erhöhen. Negotiation auch, Melee. Aber es wäre natürlich alles sehr toll. Ich überlege auch sehr stark, ob ich vielleicht Medical noch einmal auf 6 erhöhe. Um dann quasi, ne? Das wäre doch toll. Und ich wollte noch schauen, wer was braucht. Genau da war ich auch noch stehen geblieben.
Supplies unique. Gut, was haben wir? Wir haben Spices, aber die erhöhen die Moral leider nicht. Eine Hot Sauce, da haben wir 3 Stück. Können wir sicher was hergeben. Seed Package braucht man nicht. Rechargeable Batteries könnten wir auch hergeben und den Kaffee. Also haben wir Kaffee, Soße und Batteries. Nathan braucht Kaffee, damit es ihm wieder besser geht. Wer hat noch eine miese Laune? Joel braucht die Soße. Okay, da könnte man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Anita braucht die Schokolade. Ich glaube, Schokolade haben wir auch noch. Dann könnte ich mal so alles mitnehmen, was wir haben, was es so gibt. Und mal verteilen, damit ich wieder Skillpunkte kriege. Sleeping Pills lasse ich mir dabei noch. DVD, die heißt Hot Sauce, nehme ich die scharfe Sauce, nehme ich mit. Zigarette. Alles, wo ich nur 1 habe, will ich ihn noch nicht so wirklich hergeben. Und damit gehe ich jetzt mal durch und schau mal, wer was haben möchte. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann verteilen wir mal so ein bisschen die Items. Mood Improve, ja, ein bisschen Kaffee für dich. You're welcome. So, hat sich das verbessert bei ihm? Nathan? Nathan? Ne, er ist immer noch Content. Vielleicht passiert das auch erst am nächsten Tag. Ryan, der möchte Batterien haben, was ich mir aufgeschrieben habe. Und ein Deo, ja, Deo haben wir keins. Batterien kann er gerne haben. Ja, nachdem er das erfahren hat von seinen Eltern, wird er ein bisschen down sein. Geben wir dem mal Batterien. Rechargeable Batteries, you're welcome. Ryan, immer noch Content. Okay. 3 von 5 haben wir hergegeben. Wir haben noch guten Kaffee und Soße. Soße mag der Joel haben. Wie geht's ihm denn? Joel, ja, da könnt's vertragen. Gut. Dann gibt's einmal Soße. Okay. Kaffee, noch irgendjemand? Was habe ich mir aufgeschrieben? Davis. Und Davis könnte auch vertragen. Ab zu Davis. Anything improve? Whole bean coffee. You're welcome. 0 von 5 und wir haben einen neuen Skillpunkt. Wuhu. Nice. Essen haben wir auch bald wieder was Neues. Also da geht es ja ganz schön ab. Die Parts, vielleicht kriegen wir es auch hin. Dann am nächsten Tag. Okay. Hat jetzt aber bei keinem was geholfen. So punkto Moral. Gibt es noch irgendjemand, der Kaffee mag? Nathan. Renee. Und der geht's gut. Alles klar, dann heben wir uns das noch alles auf, was wir da haben. Jetzt haben wir ja ein bisschen was verteilt. Das sollte einen Moralboost geben. Außerdem haben wir auch... Ja, stimmt, allzu viele Sachen haben wir diesmal gar nicht gefunden. Wir haben nicht allzu viel Moralsachen gelootet. Da wir da lieber drauf schauen wollten, Essen zu finden und Fuel und Parts. Haben wir so ein bisschen auf die Moral vergessen. Aber wir haben wieder ein bisschen gequatscht heute in der Früh und Leadership-Bonus etc. eingesetzt. Und eben jetzt gerade noch so ein paar Sachen verteilt. Sollte also auch nicht allzu schlecht verlaufen sein. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir legen uns hin. Player's Bed. Ja, B.
bitte schlafen. Gute Nacht. Ja. Guten Morgen. Oh, das sieht ja mal schon sehr vielversprechend aus, wenn ich da auf die Moral schaue. Die hat sich verbessert von 5,18 auf 5,37 durch Luxus-Items, die wir hergegeben haben. Wir haben einen Verbündeten dazu bekommen. Das hat uns ins Positive diesmal gebracht. Skill-Bonus, ja, likable Characters, Essen. Das ist alles ganz cool. Maintenance working, da funktioniert alles. Rooftop Garden funktioniert auch. Generator etc. Bonus von Essen und von Parts. Nice. Sehr schön, sehr schön. Parts braucht man also 30, um einen Bonus zu kriegen, und Essen braucht man 50. Moral minus. Good Mood Content sind 10. Okay, und Infected sind ja immer noch die 2. Fuel haben wir ordentlich was gefunden, 67 remaining. Antibiotika gehen uns langsam aus, 10 nur noch, das heißt, wir kommen nur noch 5 Tage aus. Und dann sterben 2 Charaktere von uns, das heißt, wir sollten da wirklich dringend ins Spital mal schauen. Essen haben wir einiges dazu bekommen, frisches Essen durch unseren Garten am Onovas und gefunden 162. Macht 605, auch das stimmt mich sehr positiv. Und wir schauen, was der Tag so bringt. Shelter was attacked. Na, jetzt geht's aber los mit den Attacken, seitdem wir den Watchtower bauen. 20 Damage. Und nur noch 72,7 Integrität. Ah, okay, das geht jetzt jeden Tag so weiter. Und wie gesagt, etwas beunruhigt mich. Wir haben es geschafft, alle Leute aus der Stadt rauszuholen und in diese Shelters zu packen. Aber er weiß nicht, ob die Kapazität reicht. Aber wenn wir mit denen in Kontakt treten... They make the folks of our hands and or share supplies. They might be able to take some folks off our hands. Das klingt so, als könnten, als würden wir Lies abgeben oder eben Supplies geshared werden. Oder werden die welche los? Das bin mir jetzt nicht ganz sicher. Klingt eigentlich so, als würden wir was loswerden. I would love for our safety to be someone else's problem. Got directions. Sounds good. Where are the shelters? Carewheel, so a splendid convoy was on. Land passes was already full up, seems more secure too, and we had winters in the north, roads aren't safety, but this might be worth the risk. Okay. Drei Shelter gibt's, die wir da wahrscheinlich auf der Karte markieren. Lampes ist ja das, wo das wir gestern gefunden haben und wo Karen und Crack her sind. Wie ich mir noch die Namen merke teilweise. Ich bin ja echt stolz. Das werden wir mal auschecken. Some of us anyway, ja. Na klar, wir kommen zu dir, wenn wir es ausgecheckt haben. So, Todd, was willst denn du schon wieder? Jeden Tag nervt er rum. Er möchte einen Request weitergeben von jemand, von seinen Freunden hier. Ich höre. Und er sagt, ja, ich habe versucht, auf alle zu hören, auf alle Wehwehchen und für sie zu beten. Ja. Und er sagt, okay. Space in the Cafeteria for an hour or two, okay. Für 1 oder 2 Stunden möchte er quasi beten für alle. Ja, da ist er ansonsten eh unnütz, also wäre das durchaus eine Idee. Weil da werden viele essen zu der Zeit. Und auch selbst die, die nicht an Gott glauben, können so ein bisschen, zumindest ein bisschen Vertrauen gewinnen.
Okay, allow it. It's some of views. Sure, you can hold service. I don't see the harm in it. Ja, nehmen wir das erste. Da freut er sich. Und andere wird es auch freuen von uns. Schätze ich einfach mal. Mick wahrscheinlich nicht, weil er mag ihn, glaube ich, nicht. Immens. Ja, klar. Respekt. Das haben wir schon. Schau dir mal unsere Moral an. I should go. I may see you there. Genau, vielleicht sehen wir uns dort. Oh, eine Katze. Sam. You for gaze of proof of self-importance. Okay. My cat kitty. Never eaten cat before. What the fuck do you want? My kitty. Sag mal kitty. Okay, heißt wohl nicht kitty. Kitty want it? Kitty, kitty, kitty? Was ist, wenn ich die Katze reinlasse? Machen wir das vielleicht, bevor, keine Ahnung, ein Hund kommt und sie wegfrisst oder so? Ah, okay. Welcome to the shelter, Sam. Süß. Jody, was sagst du? Also süß, wir haben jetzt auch eine Katze, die wird auch natürlich nochmal Essen verschlingen. Aber jeder mag Katzen, also das passt schon. Jody, those people sound weird. Smell bad too. Ja, riechen alle schlecht. Ja. Die sind auch tot. Oder ich sag, kannst du sie ignorieren, wenn wir draußen sind? Machen wir das. Okay, er sagt, er will nicht rausgehen bei diesen komischen Leuten. Er möchte nur Autos reparieren. Ja, deshalb habe ich die auch hergebracht. Don't you have a garage? Have a car for you to work on. There's a garage in the car in the parking lot. Later. The garage will be opening soon. Ach so, der möchte jetzt, dass wir eine Garage bauen. Aber wir haben doch nicht so viel Parts. Ich sage vielleicht mal, er soll an dem Auto bauen, weil sonst will er unbedingt die Garage haben. Ja, ich will, dass du daran arbeitest. Todd, was willst denn du schon wieder? Todd sagt, er hat mit Craig geredet und der ist wegen Karen mal wieder. Die ist ja schwanger und er ist mal wieder so ein bisschen besorgt. Und er sagt, sie überlegt abzutreiben. Ist auch verständlich. Wer mag schon in der Zombie-Apokalypse ein Baby großziehen? Tja, und es liegt jetzt scheinbar an uns, da zu entscheiden. Das ist ja auch doof. Was sollen die schön unter sich ausmachen? Nee, ich will mich da nicht einmischen. Ja, nee, das letzte auf jeden Fall. Karen's Decision. Ich werde mich da nicht einschalten. Er sagt, ja, ich werde für das Kind beten, aber er findet das halt nicht so gut und wird uns da nicht supporten können. Tja, mir egal, aber das ist Karens Entscheidung, da werde ich sicher nicht eingreifen und gar nicht für diesen komischen Todd-Wichser. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ist der jetzt angepisst? Der Todd? Aber ich habe ihm ja auch einen, also halbwegs angepisst, ich habe ihm ja auch einen Wunsch erfüllt. Also von dem her, ne? Das wird schon passen, Todd, hä? Wir verstehen uns ja, wir sind so, sind wir richtig dicke. Ja, Idiot. Gut. Da ist übrigens der Jody, wird sich ums Auto kümmern.
Schauen wir mal, was da alles eingezeichnet ist. Und das Emergency Shelter. Fort Stockton Emergency Shelter. Und Lampes Shelter. Die sind neu dazugekommen. Und ja, das haben wir noch vom gestrigen Tag. Das Krankenhaus. Ich glaube, die Liste wird so immer länger an den Goals. Anita braucht dieses Medical Dictionary. Karen braucht fürs Baby Medical Equipment, aber wenn sie abtreibt, braucht sie es eigentlich nicht. Watchtower, der Dark mag den unbedingt. Die Other Shelter sollen wir für den Vic reporten. Lampers, Kerville und Winters. Mhm. Und unser Zaun schaut auch nicht mal allzu cool aus. Also den sollte man dann auch nochmal reparieren bei der Gelegenheit. 8 Skillpunkte, die wir verteilen können. Fans, 109 von 150 Hitpoints hat der Zaun. Wird Zeit, dass wir den Workshop bauen. Also diesen Watchtower, weil dadurch werden die Angriffe auch reduziert. Da wäre ich schon sehr stark dafür. Noch irgendwas am Bauen? Also den Watchtower. High Volume dauert 8 Stunden, es dauert 7 Stunden. Okay. Ja, René, dann werde ich dabei mal keine Rüstung bauen. Die wollen. Die wollen alle irgendwie irgendwas haben. Fence Repair. Toolbox. Brauche immer eine Toolbox. 68. Eigentlich brauche ich da ja nur 41 Parts. Und allzu viele haben wir auch nicht mehr. Oder wir bauen mal da alle ganz brav an der Hospitality. Wo ist denn die Katze? Zählt die nicht als Verbündete? Scheinbar nicht. So, Todd-Typ. Hospitality. Okay, ja, ich glaube, das passt, wenn du weiter Hospitality machst. Sonst hast du scheinbar keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Dieser neue Beruf, der dazugekommen sein soll, scheinst du nicht zu können. Gut, wenn wir ins Krankenhaus schauen, brauchen wir dann den Hund dabei? Das werde ich mir noch stark überlegen. Eventuell auch Paul, der ist in Range, der ist super. Dass ich einfach Paul noch zusätzlich mitnehme und wir eine Menge Firepower haben oder Butt. Ich überlege mir das noch und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Where were you when the sky fell down? When my life turned round for good?